Christine, es sind deine letzten Tage hier bei Kirche in Not nach insgesamt 28 Jahren. Kommt schon so etwas wie Wehmut auf? Nein, ich kann nicht sagen. Es gibt eine Zeit, um zu dienen und eine Zeit, um zurückzuziehen. Und diese Zeit ist da nach 28 Jahren und ich bin bereit. Und dazu kommt eine neue Generation, die seit ungefähr 10 Jahren im Haus gekommen ist, sehr engagiert. Und ich bin persönlich total überzeugt, dass sie die Arbeit, die Mission erfüllen werden. Würdest du sagen, dass du durch deine Tätigkeit ein anderer Mensch im Glauben geworden bist? Mit Sicherheit, weil ich habe tief erfahren, dass alles, was ich vorgeschlagen habe, Initiative gehabt und so weiter, nicht von mir kam, aber vom Heiligen Geist. Hast du deine Arbeit hier auch als eine Art Mission, als Berufung verstanden? Wir sind nicht da vor allem, um finanziell zu unterstützen, aber wir sind da vor allem, um zuzuhören. Gibt es noch etwas, was du den Kollegen von Kirche Not weltweit sagen möchtest? Ich möchte sehr gerne Ihnen sagen, dass diese Arbeit, diese Tätigkeit, die wir haben, ist keine Arbeit, aber eine Mission, die der Herr uns anvertraut hat für das Wachstum der Kirche überall in der Welt. Eine Mission. Vielen Dank, Christine, für dieses Gespräch und natürlich für alles, was du für Kirche in Not getan hast. Und Gottes Segen für deine Zukunft. Danke dir.